Ihr gebt euch Wegbier. Das geht an alle meine Leute bei Studi, MySpace, Napster, Casa, komm ins Café. Hier, dicke, fette 56k, Bruder. Bearshare, Emule. Leute, ladet euch. Exklusives Mixtape, jetzt der Podcast. Das ist für euch Tobi Freudenthal. Bean der Boy. Wir sind drin. Ihr seid draußen. Café full. Hi, Tobi, wie geht's? Happy Birthday to you. Bean, du hast Geburtstag gehabt. Nochmal alles Gute für nachträglich zum Geburtstag. Vielen Dank für die Glückwünsche für zum Geburtstag. Kein Problem. Und ich möchte gerne, dass du sagst, welchen Killer-Einfall du hattest zu deinem Geburtstag. An meinem Geburtstag haben wir Birthday Speed Dating gemacht. Geil. Ja, das war echt ganz cool. Hat echt gut geklappt. Wir haben, ich saß ab 13 Uhr im Grüngürtel. Und dann, ich hatte vorher halt rumgefragt, wer Lust hat, mich zu sehen. Und dann hat jeder und jede, die Lust dazu hatten, einen Slot von einer halben Stunde bekommen. Und dann kam der erste, glaube ich, um 13:30 Uhr. Und die letzte um 19 Uhr. Und das hat super geklappt. Alle waren pünktlich. Also es gab kaum Überschneidungen, außer dir. Du warst ja auch da. Ja, ja. Hast ja mitbekommen, dass es dann, also es gab so ein paar Zweierteams, weil sich das sonst zeitlich nicht mehr so richtig organisieren ließ. Aber es hat tatsächlich gut geklappt und war ein richtig cooler Tag. Hat voll Bock gemacht. Ja, mega. War mega. Und das Geile ist, deswegen wollte ich auch mit dir jetzt hier nochmal drüber reden, weil seitdem haben wir nicht geschnackt. Ist halt jetzt bei der Aufnahme von dem Podcast 2 Tage her. Aus Sicht des Konsumenten sozusagen, des Gastes, des Eingeladenen. Ja. Das hast du ja, du hast ja nur die andere Seite wahrgenommen. Ja. Ne? Also Gastgeber sitzen, Leute empfangen, also so wie der Don. So, ja, eigentlich jetzt auch mit dem Rücken, wie bei Garfield, glaube ich, war das früher, so mit dem Rücken zu uns sitzen, müssen wieder neu umdrehen, wenn jemand kommt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das auch so ein Gefühl bei mir auslöst. Also ich fand es dann schon ganz geil, dass ich wusste, den ganzen Tag wusste ich, ah okay, ich habe den vorvorletzten Slot bei Bennys Geburtstag. Ich habe mich auch daran gehalten, so ein bisschen wie Arbeit. Ich habe mich dann zu Hause fertig gemacht, bin losgefahren und habe auch einen inneren zeitlichen Druck verspürt, den ich so nicht verspüren würde, wenn du sagen würdest, yo, hab Geburtstag, kommt ab 21 Uhr. Ja. Sondern ich wusste so, okay, der wartet. Und als ich dann da war und du dann auch meintest, so, ja, da hinten sitzen welche, die waren heute Mittag schon mal da. Und dann waren, dann habe ich auch noch einen kennengelernt, den ich nicht kannte, mit irgendwie 4 Meter Abstand, zu dir hatte ich 2. Leon, ja. Danach hatte man plötzlich so Lust, irgendwie da zu bleiben. Und hat auch so gedacht, so, wer kommt jetzt? Und auf einmal war das wie ein Kindergeburtstag früher, dass ich mit dir dachte, wen empfängt der jetzt? Ja. Weil man auch beim Kindergeburtstag früher manchmal, ich habe auf der Garage gesessen und gesehen von Weitem, da kommt Thomas. Ja, ja, geil. Ja, voll, also manche haben tatsächlich auch so, sind halt nicht direkt abgehauen, also wieder heim, sondern haben sich halt in den Park gesetzt und dann gab es halt auch so ein, zwei Grüppchen, die halt noch ein bisschen geblieben sind, aber halt nicht so bei uns in der Zone. Und ja, ich glaube, das hat jetzt auch, also es war cool, weil ich fand an dem Tag eigentlich ziemlich cool, dass es, normalerweise feierst halt Geburtstag, hast 40, 50, 60 Leute, je nachdem was für ein Geburtstag, und man schafft es nicht mit jedem und jeder irgendwie richtig ins Gespräch zu kommen. Man nimmt sich vor, mit jedem irgendwie zu sprechen, aber dadurch rusht du eigentlich nur so durch und schaffst dann so 3-4 Minuten auf Hetze. Ja. Und so hatte man halt mit allen Leuten irgendwie so eine richtige halbe Stunde. Stimmt. Zeit. Und viel mehr als eine halbe Stunde reine Unterhaltung macht man ja auch nicht. Nee. Oder selten. Ja, ja. Und deswegen war das genau super. Also ich glaube, eine Dreiviertelstunde wäre zu viel gewesen, 20 Minuten zu kurz, so eine halbe Stunde war schon gut. Und dadurch, dass alle wirklich pünktlich waren, gab es jetzt auch nicht so, ach scheiße, der ist eine Viertelstunde zu spät, jetzt muss ich gucken. Ja, stimmt. Also es hat sich auch nicht verschoben und die Leute waren dann auch okay damit, dann irgendwie zu gehen oder zu entscheiden, sich woanders hinzusetzen oder so. Doch, das war, hat schon gut geklappt. Kann ich mir auch außerhalb dieser Kontaktbeschränkung ganz mir vorstellen, dass das eigentlich cool ist. So, und dann abends zu sagen, also man kann halt so, man macht das den Tag über und da kann man nochmal nach Hause, vielleicht eine Stunde pennen oder so, sich vorzubereiten und dann irgendwie sagen, um 9 treffen wir uns in der Kneipe oder bei mir und dann nochmal mit denen, die wirklich noch Bock haben, genau, gemeinsam ich, was zu machen, ja. die lädt halt abends in eine Kneipe ein. So. Ja, genau. Deswegen, das wollte ich nämlich sagen, wenn diese Scheiß-Virus-Kacke vorbei ist, für nächstes Jahr definitiv würde ich das Konzept machen. Und dann, man würde sich so freuen, alleine die vor und nach einem zu sehen auf einem intensiven Talk. So, ja, weil man hat die ja so gesehen, man wollte so sagen, so hey, und dann war so, ah, ich kann dich ja nicht anfassen und okay, jetzt ist eure Zeit mit Benny. Und dann kam auch dann irgendwie vor einem so, ja, sorry, ich bin jetzt dran. Und es wäre so gewesen, so auf einer Party abends hätte man sich nochmal ausgetauscht. Ey, wann warst du eigentlich? 13 Uhr, laber, hattet ihr da auch gutes Wetter?
Dann so, ja. Ja, stimmt. Und wie war bei euch? Ja, Killer, aber da war Benny, weil einer meinte nämlich, Kollege von uns, ja, am Anfang war der noch so ein bisschen unlocker. Ich hatte den ersten Termin. Ja? Ja, ja. Aber das war Paul der Erste, glaube ich. Ja, nein, der meinte das nicht negativ, aber so, ich liebe, wie man das wahrnimmt. Und bei mir war ja schon so, puh, Brudi, ich sitze hier den ganzen Tag, wa? Ja, ich also habe halt mit jedem einen, also zumindest mit jedem einen Sekt getrunken. Das war die Pflicht. Und ja, der, also einige Leute haben halt auch dann noch Drinks mitgenommen. Also David zum Beispiel hat Martini auf Eis mitgebracht, dann musste ich halt zwei Martini ja, noch geil, trinken. Alter. Und so um 7 habe ich schon gemerkt, so scheiße, du hast echt die Lampen an. Und mir ist aufgefallen, dass ich zwischen 1 und 7, ich bin erst um 6 Uhr zum ersten Mal auf Toilette gegangen. Ja, das war pinkeln, so krass, dass du mir und dem anderen Kollegen... Mir da ist aufgefallen, dass ich 5 Stunden gesoffen habe, ohne einmal zu pinkeln. Das war krass. Das ist Training, Alter. Ich glaube, Training und bei Laune halten, also echte Freude. So, ja, hey, Familie. Ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht, weil, ja, also ich hätte jetzt da ja nicht jetzt mal 10 Minuten verschwinden können. Damit hätte ich ja, ich habe ja auch keine Telefonate angenommen. So, das war ein bisschen assi. Es haben halt auch Leute angerufen zwischendurch, wo ich jetzt aber gedacht habe, ich kann jetzt nicht irgendwie eine Viertelstunde mit meinem Vater telefonieren. Das passt jetzt gerade nicht in den Zeitplan. Ja, voll. Und dann habe ich die, ja, einige habe ich dann abends zurückgerufen. Oder sie haben's, viele haben es nochmal versucht, fand ich auch cool. Und ja, das war ein richtig schöner Geburtstag, also den Umständen entsprechend. Abends saßen wir hier noch mit der WG. Ja, geil, Alter. Ach, krass. Feuerchen gemacht, so. Stimmt, du bist dann ja auch noch kurz dabei. Ich war ja noch kurz dabei, aber dann, ja, genau. Man weiß ja manchmal nicht. Auf einmal merkt man so, ah, jetzt könnte das wieder zu einer normalen 5er, 6er Party werden. Ja, und das ist ja eigentlich auch scheiße. Und soll man nicht und keine Ahnung. Ja, nicht nur soll man nicht, ist ja auch irgendwie kacke. Ja, ja, genau. Ein bisschen muss man sich ja auch irgendwie dran halten. Aber witzig, wie du gerade meinst, mit Dad abends, mein Vater hat gestern Geburtstag gehabt, also... Auf jeden Fall, da habe ich auch wieder gemerkt, man ruft an dem Geburtstag noch an. Ich habe morgens eine Nachricht geschrieben, meld mich gleich. Und dann ja, aber ich, das geht nicht. Ja, okay. Achso, du hast es dann nochmal versucht. Also ich habe eine 2 Minuten Sprachnachricht geschickt, so ein bisschen mit Herzenssachen, so Spaßsachen. Ne? Man redet ja, ich weiß nicht, wie du so bist, ich rede eigentlich nicht so gerne ehrlich über Gefühle und deswegen macht man so einen Witz. Weißt du, ich meine so. Also einen schlechten Witz darüber, wie es dir wirklich geht. Also eigentlich ja, ironisch verpacken, dass es dir eigentlich scheiße geht. Ja, ich glaube, ich weiß ja noch genau, was irgendwann ich so, ey, yo, Papst. Und dann so anstatt, cool, dass es dich gibt, ich so, hey, cool, dass du mich dann vor 35 Jahren da unten rausgeschossen hast. Oh Gott, unangenehm. Du weißt doch noch, ich bin Hautarzt. Ja, boah, ganz unangenehm. Aber ja, ich denke, dein Vater kann das dann irgendwie richtig einordnen. Ja, der sowieso. Ja, der sowieso. Und dann auf jeden Fall... Also kein Problem, Arschloch. Ah, ja, ja. Und ihr seid beide so, nee. Bro. Ja, genau. Der hat ja dann so gesagt, der so, jo, weiß ich noch, war ich voll dicht. Boah. Der so, ich weiß doch genau, wie ich dich rausgeschossen hab. Silvester. Boah. Silvester 83. Yes. Als ich dich schaß. Ich so, hey, das heißt doch nicht schaß. Der hatte einen Schuss. Ja, ja. Boah, schaß. Voll Jan van Weide. Auf jeden Fall, was ich nur meine, ist, dass ich abends, ich hatte so ein krass schlechtes Gewissen um 20.30 Uhr, als ich noch nicht mit dem telefoniert hatte. Ich habe um 12 Uhr mittags oder um 11 Uhr die Sprachnachricht geschickt. Ja. Und dann, aber weil du nicht anrufen konntest oder was? Nee, weil auch die, weil verflogen, weil irgendwie der nicht reingegangen, ich nicht reingegangen, dann dachte ich so, der hat halt noch Geburtstag. Aber das schlechte Gewissen ist oft viel größer als das, was eigentlich ist. Weil dann ist der rangegangen, da hatten wir so Videotelefonie und. Alles war cool. Ja. Aber bevor der rangegangen ist, dachte ich wirklich so, Alter, also das Gewissen war wirklich so, könnte gut sein, dass ich vielleicht gleich geköpft werde mit der Guillotine. Ja. Das ist komisch, dass man bei Geburtstagen so eine krasse, also, weiß ich nicht. So eine Verpflichtung. Ja, genau, man hat so ein Verpflichtungsgefühl. Es gibt aber viele Leute, denen Geburtstage tatsächlich eher egal sind. So. Und ich habe halt auch... Was, die Geburtstag haben oder die Gäste? Ja, es gibt Leute, die feiern zum Beispiel nicht gerne. So. Okay. Also die feiern nicht nur ihre Geburtstage nicht gerne, sondern die finden es einfach so zu viel Aufregung und sich kümmern und zu viel so Trouble um die Leute, so, was ich nicht so richtig verstehen kann. Ich liebe das immer, wenn meine Freunde alle zusammenkommen und die auch so die Freundeskreise, die eigentlich untereinander nicht so eng sind, aber sich dann kennenlernen und oder die meisten kennen sich auch schon und dann zu merken, das passt irgendwie und das, also ich liebe das. Ich liebe so... Geburtstag feiern oder generell so, aber nicht, weil es dann um mich geht, sondern weil halt Leute zusammenkommen, die ich geil finde. Ja, Mann. Und deswegen habe ich halt im Vorfeld gedacht, ich habe mir auch gedacht so, hey, komm, es ist kein besonderer Geburtstag, es ist irgendwie verboten, keine Ahnung, viele Leute wollen halt auch kein Risiko eingehen und da war ich ja echt froh, dass mir halt eine Idee gekommen ist, wo man halt so mit minimalem Risiko, also auch die Leute, die sagen, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, trotzdem so mitnehmen kann und dass das trotzdem so gut geklappt hat, weil jetzt so ein ganz, also im Endeffekt habe ich auch gedacht, wenn das jetzt so ein, weißt du, Montag, Dienstag war ja richtig kalt und ja, voll unangenehm und wenn das so einer von den Tagen gewesen wäre und man hätte so gesagt,
ja, hey, weiß auch nicht, danke für die Glückwünsche bei Instagram. So, dann, das wäre schon ein bisschen traurig gewesen im Endeffekt, glaube ich. So war es echt ein cooler Ja, das Mix. Stimmt. Das Verrückte war, auf dem Weg zu dir, weil bei dir selber, als du auf der Decke saßt, du warst von uns echt gut weit entfernt und um uns rum war auch, also um uns rum 7 Meter, sage ich mal, 10 Meter war keiner, gefühlt. Ja, stimmt, ja. Aber als ich zu dir gekommen bin, habe ich gemerkt, ah, das ist diese Situation, über die auch einige sich aufregen, weil die kriege ich so nicht oft mit. Weil auf dem Weg zu dir, als ich, das ist so ein Park hier in Köln, Grüngürtel, da gibt es dann halt so wie in jedem Park in der Großstadt irgendwie Basketball, da gibt es so einen Tennisplatz. Und gerade am Tennisplatz, das ist so nicht mehrere Tennisplätze, sondern ein einziger. Und da waren 4 Leute A2, also haben 8 die gespielt, Leute. Aber. Ja, genau. Aber ich meine, Tennis ist ja auch auf Abstand, Alter. Ja, spielst halt auf 10 Meter Abstand. Nee, aber die waren ja zu viert auf einer Seite auf einem Platz und 4 auf der anderen Seite, haben sich beide gegenseitig zugespielt. Echt? Okay. Ja. Und da in dem Park war, also in dem Park habe ich so geguckt, dachte so, okay, hier gibt's auf jeden Fall nicht diesen Virus. Ja, ich habe vor allem das Gefühl, dass die Leute alle, oh, jetzt reden wir schon wieder die ganze Zeit darüber. Oh, ich hasse normal, das, du musst den Namen ja nicht sagen. Hasse, ja, okay. Ja, dann lass. Aber ich meine, ich habe das Gefühl, dass man mittlerweile, und das sind ja auch das ist auch die Prognose und die Ergebnisse, die wir gerade sehen, dass die Leute größtenteils oder alle bemüht sind darum, die Abstandsregeln einzuhalten. Und wenn das nicht so wäre, dann hätten wir auch andere Ergebnisse. Das heißt, vor allem sich im Freien zu treffen, auf Abstand, da ist, glaube ich, nichts gegen einzuwenden. Und auch alle Ärzte, mit denen ich gesprochen habe und alle Leute, die ich kenne, die halt so ein bisschen medizinisches Know-how haben oder jetzt an der Materie dran sind, die sagen, das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Also wenn du deine Kontakte beim Spaziergang oder im Park draußen treffen mit Abstand, besser geht's nicht so. Ja. Und ja, die Leute dann zu schämen oder so, keine Ahnung, macht für mich keinen Sinn. Ich habe eher Schiss vor diesen wieder, oder was heißt Schiss, aber ich glaube, dass wir uns eine ziemliche Backpfeife abholen, wenn jetzt diese ganzen Geschäftsöffnungen, Restaurantöffnungen, alles nochmal wiederkommt. In 2-3 Wochen, also ich habe halt keinen Bock auf diesen Ping-Pong-Effekt. So. Also wenn ich will mich sicher fühlen, wenn man jetzt irgendwie so sagt, man will wieder zurückkehren, dann habe ich halt auch Bock, dass das nachhaltig ist, das Gefühl. Ja, man, weil man will ja immer so... Ich will nicht, dass mir jemand einen Lolli gibt und den mir wegnimmt nach 2 Wochen. Genau, also, nee, aber auch so dieser, so ein Ertrag auch, nicht, dass der zu schnell kaputt geht, ne? Ja, Mann. Weil diese lange Leiste an Zeit und dann innerhalb von, oh, sorry, das ist wie Kartenhaus bricht zusammen, also ja, komplett. Aber, warte, welchen Gedankengang hatte ich gerade nochmal? Boah, hast du auch, also natürlich geht einem ja nicht nur das Thema auf den Sack, sondern auch diese ganzen Sachen, die rumgehen. Hier Trump irgendwie, hast du gesehen, wo der meinte, I'm not a doctor? Das ist schon, was fällt mir gerade nur ein, wo du meinst, du hast... Erzählt das sein Cousin oder sowas? Ja, das auch, aber noch was anderes. Oh Gott, so ein Spaß, die Alter. Das ist so krass. Ja, ich kann mir, ich zieh mir das auch nicht mehr rein. Ich blende das einfach aus. Ja, okay. Ich zieh mir den gar nicht mehr rein, der ist am Arsch. Also mehr als am Arsch kann man dazu... Unfassbar! Und man darf dem auch keine Aufmerksamkeit geben, wirklich. Man muss den einfach ausblenden und hoffen, dass der Rest auch versteht, was das eigentlich für eine, was das für eine Kirmes-Idee gewesen ist, den Vollidioten, dem auch nur eine Macht zu geben. Und dem hat man die meiste gegeben. Wie lange ist das auch schon her? Dieser Morgen, als man aufgewacht ist, wegen der Zeitverschiebung zu Amerika. Und dann kam das Ergebnis. Man ist abends ins Bett gegangen und man dachte noch so, krass, natürlich nicht. Aber es war dann so. Und dann war es so. Dann ist man so irgendwie ins Büro gefahren oder ist irgendwo hingegangen und dachte so, ey, habt ihr gehört? Ja, ja. Ja, krass, oder? Ja, ist jetzt so. Ja, ey, ist einfach unglaublich. Und dann ist er so vor die Kamera getreten, der so, hallo, hier bin ich, großer Orangenkopf mit Mund, was geht? Absoluter Wahnsinn. Also wirklich absolut unbegreiflich. Aber es ist trotzdem wirklich so gekommen. Absoluter Wahnsinn. Naja, okay, um das Thema jetzt, um jetzt wieder nicht wieder in diese Scheißschleife zu gehen. Okay, Digi, ganz kurz, ich will mich nicht selber loben, das war ja auch kein wirkliches Geschenk, sondern nur eine Aufmerksamkeit und wir haben ja auch unsere Verbindung seit fast 2 Jahren, seit 1,5 Jahren mit Wegbier, also habe ich dir ein paar Bier mitgebracht und jetzt, wo ich Delirium sehe, was war ein geiles. Wollte ich nochmal sagen, dass es so krasse Biersorten gibt und als ich dir die mitgebracht habe, dachte ich so, aber wie machen die ihr Cash? Weil ich kann ja jetzt bei Bitburger oder so, kann ich das ja verstehen, weil es geht ja auf Masse. Aber wie macht zum Beispiel so ein Beverly Pilz oder wie macht Delirium, wie machen die ihr Cash? Also, ja, oder brauchen die es gar nicht? Ja, die sind ja klein. Oder meinst du, die sind groß genug? Die haben halt kleine Auflagen, sind relativ teuer, ne? Ist halt so wie so Boutique-Klamotten. Ja, okay. Ist halt nicht H&M. Ah, geil, ja, so, darauf wollte ich hinaus, so auf solche Vergleiche irgendwie geil, Alter. Glaube ich jedenfalls. Die sind wie ein ganz schicker, guter Rock. Ja, die kosten halt dann nicht 90 Cent, sondern 2,50, so.
Ja, Mann. Und dafür hast du halt auch nur eine Auflage von 3000 Stück oder egal, ich weiß nicht, wie viel die machen, aber ja, sonst, also dieses Craft-Gedöns, das dauert ja auch viel länger als ein Schlosspilz, was irgendwie da so Industrieplörre, die da rausläuft. Ja, und als, auf jeden Fall, als ich dann da stand, und das ist so kein, weil sie würde auf jeden Fall dafür einstehen und alle außer ich würden jetzt sagen, das ist ein Diss an deine eigene Ma. Da habe ich gestanden und gedacht, boah, wie lange habe ich nicht mehr dieses Bier gesehen und warum hat meine Mutter das getrunken? Faxe. Echt? Meine Mutter hat das 1-Liter-Ding gezogen? Echt? Aber wie? Ich weiß doch... Einfach so zum Abend einfach mal eine Dose stechen, oder? Ich kann mich noch daran erinnern, letztes Mal habe ich die darauf angesprochen, die so, ja, dann war das so, dass ich dann so freitagsabends war Feierabend und dann habe ich mir eine Dose Faxe aufgemacht. Ich so, krass. Boah, du Penner, Alter. Boah, das ist hart. So eine echte Faxe ist krass. Aber für wen wurde die erfunden, habe ich dann gedacht. Ja, für denjenigen, der sich was aufmacht, für den alles zu wenig ist. Wir sagen ja manchmal... Meinst du nicht, das ist eher so ein Alleinstellungsmerkmal, weil es halt besonders ist, so eine Riesenflöte in der Hand zu halten? Ja, das ist halt die Frage. Das kann man ja gar nicht halten, das Ding. Das ist einfach voll schwer auch. Das ist so ein Sack Mehl. Die so, warte mal, das ist groß, was muss vorne drauf? Ja klar, das Herkunftsland wahrscheinlich müsste ja Dänemark oder so sein, aber lass mal ein paar dicke Wikinger draufpacken vorne. Immer ist Wikinger. Ist das so? Drauf. Ist so ein Skandinavier-Bier, ja, klar, oder was? Alter. Ja, krass. Ich erinnere mich nochmal, das war immer so der Overkill. Weißt du, kennst du auch noch Elefantenbier oder Elefant? Boah. Das war auch Starkbier, 9% ja. Oder 10%. Das war auch so, als Teenager hat man es jetzt mal geholt, wenn man einen draufsetzen wollte. Aus den Niederlanden. Ja, also ich finde das gar nicht geil, so. Schmeckt alles, schmeckt einfach stark. Ist einfach so ein Wein trinken. Nee, hier kam uns das nicht auch, als wir zusammen saßen an meinem Geburtstag. Das, ja, keine Ahnung, wir haben uns irgendwie reingesteigert über so, was man so bei auf Pornoseiten eingibt. Und dann, wie witzig das wäre, so ein Meme zu erstellen, wo man in die Suchleiste eingegeben hat: Violent Porn with Crying. But in a feminist way, so that it's legal. Ja, man, stimmt. Weil wir so überlegt haben, wie bescheuert man, also was man für ein anderer komischer Mensch ist, wenn man so in diesem Porn-Watch-Zirkel drin ist. Also unsere Kollegen, die das machen. Die anderen, alle anderen, die uns davon berichten. Wie man das macht, also immer so ultra viele Tabs offen. Und dann, wo man, nee, wir kamen darauf, nämlich weil wir uns gefragt haben, wer kauft einen Premium-Account? Genau, weil der jetzt, was ja mittlerweile jeder weiß, auch jeder, der noch nie Selbstbefriedigung in seinem Leben betrieben hat, for free ist. Ja, ja, aber nur, also in Deutschland, also, weiß ich gar nicht. Ja, in Italien war das ja irgendwann so, ne? Das hieß so, die haben jetzt so Pornhub, und dann habe ich noch zu dir gesagt, was hat man dann mehr? Also, wenn man auf so einer Seite mal war, was in meinem Fall einmal so war, da hat man ja nicht gemerkt, mir fehlt was. Ja, weil es halt immer, ich frage mich halt auch, wer braucht länger. Ich habe nie gedacht, so länger. Wer braucht länger als 7 Minuten oder 12. Also es gibt natürlich diese Clips von 35 Sekunden, wo du denkst, okay, welcher hat das hochgeladen? Aber so 7 Minuten, das ist so max. Und vor allem hast du dann ja auch meistens so 5, 6, 7 Tabs offen. 7 Minuten, also wenn du da durch bist und immer noch nicht ready, dann ist ja irgendwas nicht gut gelaufen. So, meistens weißt du ja schon, dann liegt's an dir. Beim dritten Tab und nochmal zurückgeswitcht aufs zweite, so, dann weißt du ja irgendwie, yo, das reicht. So. Also, dass dann so, da ist es halt nicht wie mit Craft Beer, dass man gerne in die Boutique lieber will, um sich noch was Besseres zu holen. Das ist halt dann dieser Premium-Account. Also, aber dann muss ich sagen, das ist halt auch eine witzige Story, das ist früher, habe ich dir auch an dem Tag erzählt, dass es damals, als wir so, ich glaube, wir waren so 18, 19, hat uns irgendwann der arme Hund, ein Kollege hat uns erzählt, dass er seinen Vater erwischt hat, dass er einen Brazzers Premium Account hat. Und wie man dann halt ist so als Jungspund, hat er seinen Vater gesagt, Brazzers ist auch so ein Account. Ja, das braucht man doch nicht erklären, Alter. Und das hat sein Vater erwischt wohl, also der ist halt so ein bisschen IT-nerdisch am Rechner. Und hat zu seinem Vater gesagt, ey Vater, gib mir die Zugangsdaten oder ich sag's Mama. Und dann hat der Vater natürlich, bevor es Streit im Ehebett gibt, hat er natürlich sofort die Zugangsdaten dem gegeben. Und der arme Kollege hat, dadurch, dass er es uns erzählt hat, nicht weit genug gedacht, dass wir dann natürlich sagen, hey Digga, wir wollen den Scheiß auch. Oder wir sagen es deiner Mom. Und dann gab es halt... Aber wirklich wahre Geschichte. Ja, es ist ein Fakt. Und dann hatten wir halt alle für eine Laufzeit, ich glaube es waren 6 Monate oder so, hatten wir alle einen Brazzers-Account. Das war das einzige Mal, dass ich Zugang zu Premium-Content hatte.
Und das war ganz nett, muss ich sagen. Es war nicht übel so. Man kann dann schon, man hat schon ein bisschen so high, mehr High-End. Aber es ist jetzt auch nichts, wo ich, also selbst aus eigenem, aus intrinsischem Gefühl heraus sagen so würde, komm, die 10 Euro, genauso viel wie Spotify, würde ich halt niemals für Porn bezahlen, so für Porn-Inhalt. Aber scheinbar gibt es viele Leute, die das machen. Und ich glaube... Was aber geil ist. Ich glaube, Brothers ist sogar die Hausmarke von Pornhub. Also das... Oder ich weiß es nicht ganz genau. Irgendwie stehen die auf jeden Fall in Connection, Pornhub und Brothers. Und Pornhub ist halt auch einfach fit. Die haben auch einfach eine krasse Marketingabteilung und die haben immer gute Ideen so. Weil als Quarantäne in Italien war, waren die ersten, die gesagt haben so, okay, free Porn, free Premium Content für alle. So mega gut. Ich frage mich auch mal, alle Leute, die da arbeiten, egal in welcher Position, ne? Also ja. Ob jetzt Leute, die in der Technik da arbeiten, im Marketing, im Vertrieb, whatever. Meinst du, es könnte sogar sein, dass jemand das einfach als Job sieht, der sagt so, nee, ich war früher im Vertrieb für Schokolade und jetzt bin ich halt bei Pornhub. Also gibt es da sogar Konservative oder sind die alle offen? Also ja, sind die alle... Ich hatte mal eine Freundin, also nee, eine Freundin ist nicht richtig, eine Freundin von einer Freundin, die hat tatsächlich irgendwie in Brüssel angefangen bei Pornhub im Office zu arbeiten und hat, glaube ich, irgendwie so Customer Service gemacht oder so. Und die meinte, das wäre halt voll fortschrittlich und offen und ja, also kann man sich auch irgendwie Business. Vorstellen. Das ist halt einfach unkonventionell, glaube ich, ne? Also ich glaube, wenn du in so einer Branche bist, da musst du, also und vor allem, wenn du so groß bist, dann bist du halt nicht so wie so ein konservatives Schokoladenunternehmen, ja, so wie Lind oder so, sondern du bist dann halt einfach in einem Markt, der sowieso viel im Kreuzfeuer steht. Wie heißt das nochmal? Fadenkreuz? Kreuzverhör? Ja, auf jeden Fall. Wo du halt einfach irgendwie innovativ und fresh und schnell und neu und clever sein musst. Und ich glaube, das ist eigentlich keine schlechte Branche, wenn man ausklammert, dass die Branche an sich halt einfach für viel Unterdrückung von Frauen steht. Und ja, das ist eigentlich eine schwierige Branche an sich. Voll, gibt auch Diskussionsbedarf für Wochen. Ja, aber auf jeden Fall, weil was ich so gehört habe von ihr, das ist, also sie hat da gearbeitet und sie meinte, dass die Arbeitsumstände wären voll gut gewesen. Bei dem offensichtlich hat die selber keinen Porn-Content erstellt, sondern halt einfach für die Plattform gearbeitet. Ja, klar. Wobei man sagen muss, die liefern ja auch Inhalte bzw. ein Produkt für eine Art von Grundbedürfnis. Weißt du, ich meine, also deswegen meine ich gerade Diskussionsbedarf für lange. Also die machen ja auch was wie, es gibt ja einfach Bedürfnisse. Ja, nee, die machen sie nicht. Die stellen bereit, aber sie stellen es nicht her. Das ist ja eher sowas wie eBay. Okay. Ja, du kannst ja auch nicht eBay nicht dafür kritisieren, dass da irgendwelche Leute schlechte Ware verkaufen. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, pro. Also natürlich ist es immer, weil irgendwie ist immer so das Thema Sex, was verrucht ist, obwohl es halt ein Grundbedürfnis ist, das meine ich. Ja. Also ja. Man diskutiert darüber und sagt so, ja. Ja, es ist ja auch nicht das Bedürfnis nach Sex, was Leute zu. Das ist ja das Bedürfnis nach der Illusion von Sex. Ja, die vermitteln ja keine Hooker bei Pornhub. Nee, okay, aber das Bedürfnis nach Befriedigung. Das wie geil ist dieser... Voll. Wie geil ist dieser Patch? Mega, habe ich schon gesehen, dass du es gepostet hast. Aber es ist auf jeden Fall ein Bedürfnis nach Befriedigung. Ja, Bedürfnisbefriedigung, klar. Aber halt Masturbation und nicht kein Rape. Ja, aber eigentlich nichts, worüber ich glaub, man sagen auch, müsste, ich glaube, dass sogar falsch oder viele schlecht. Plattformen sogar schon das Beste tun, oder ihr, in was es so gibt, so wie YouTube auch, dass die halt versuchen, also unangemessenen Content auszufiltern. Aber ich glaube, bei so einer Plattform, wo jeden Tag hunderttausende Leute Videos hochladen, teilweise Privatmaterial, bis das gesichtet ist oder bis du Algorithmen entwickelst, die das alles rausdroppen, ist einfach fast unmöglich bis super krass. Das ist eigentlich so tatsächlich wahrscheinlich die künstliche Intelligenz, der du irgendwie einen Fehler zuschreiben kannst. Ich meine, das passiert ja auch bei Instagram zum Beispiel, dass Leute irgendwie Videos hochladen oder live gehen, wo halt Gewalt passiert und dann dauert das ja trotzdem irgendwie eine Stunde oder vielleicht länger, bis es gemeldet wurde oder bis das denen auffällt, bis das rausgefiltert wird. Boah, Gewalt sehen ist auch immer so ein Gefühl. Ich kann das nicht beschreiben. Wenn da steht, dieses Video könnte gewalttätige Inhalte enthalten. Ich kann mir das nicht angucken. Nee, alleine auch schon, ja, voll. Und alleine schon, umso realer, umso echter irgendwie Gewalt ist. Wie, weiß ich nicht, als wir so 18, 19 waren und wir sind irgendwie feiern gegangen, so eine Schlägerei auch mitzubekommen, so ein dumpfes Geräusch von einem Schlag. Das ist so, das ist so eine andere Art von Angst. Also da finde ich sogar so heftige Ballerei gar nicht so schlimm wie dieses... Was meinst du mit heftige Ballerei? Schießen? Schießen, bla, was weiß ich. Also so eine One-on-One schwere Prügelei?
Ja, genau, so eine, so irgendwie. Ein dummes Klatschen. Ey, da hat jemand heimlich im Hinterhof gefilmt, wie jemand zusammengetreten wurde. Das ist so, das kann man sich nicht geben. Ja, wie bei damals so bei Rotten.com. Boah. Oder wie hieß es, Rotten.com? Right, ja, das war aber nochmal anders. Das war ja so, ey, Videos, wo Leute gesehen, bei Rotten, Motorradunfall. Oder so, Rotten.com, die haben wirklich das Bild von Kurt Cobain, wie der sich in den Kopf geschossen hat. Das weiß ich noch. Ja, oder richtig oft, also Foto oder Videos von Leuten, die sich selber erschießen. Oder ja, oder dann so ein Typ wird vom Zug überfahren und das filmt einer. Und dann ist es einfach so ungefiltert da. Also wer macht denn sowas? Wer stellt sowas bereit? Und warum? Ja, einfach aus also so dieses Skandal, also Erfreudnis, Erfreuung. Es gab früher, kennst du noch, Freude, es gab auch sowas so, das waren geil, so geil, das ist aber sowas, so wie so ein Furz, ja. Du, der stinkt, aber du riechst trotzdem nochmal dran. Oder du siehst einen Unfall und du willst, denkst du, boah, wie schrecklich, aber du guckst nochmal hin oder gehst hin und bleibst. Ich bin da keiner, der das Handy rausholt und das filmt, aber irgendwie begeistert dich das ja auf so eine perverse Art und Weise. So. Das ist so heftig, Alter, ohne Scheiß. Ja, so wie, weißt du noch, Two Girls, One Cup? Bitte auf. Ja, wir müssen ja nicht ins Detail gehen, aber das war ja auch sowas. Und das hat ich bin so mir die sicher, dass das nicht eine Person geil fand und trotzdem war das dieses Anziehung des hässlichen, fiesen, das hat irgendwie was. Bäh. Irgendwas will man. Man will das irgendwie trotzdem. Irgendwie ist es ja wie wenn man richtig fies gefurzt hat. So. Dann bist du halt, Alter, was ist denn hier? Und dann machst du auf jeden Fall nochmal kurz den, oh Gott. Und dann riecht man noch 2-3 Mal. Also, warum mache ich das, Alter? Warum atme ich die Kacke ein von dem? Verrückt, also strange einfach, ganz crazy. Jawohl. Weg davon. Ja, nochmal wegen Gewalt, fällt mir gerade ein, bevor es, glaube ich, diese, also UFC, oder wie heißt es nochmal? Diese Cheers übrigens, wir haben gar nicht angestoßen. Ja, ich bin leider schon weiter. Scheiße, du kannst ein Craftbeer haben, wenn du willst. Gerne. Also weißt du, welches du willst, dann hol ich's dir. Nee, sag einfach Bescheid. Dann kann ich ganz kurz meinen Gedanken teilen, einfach nur, weil den kennst du. Ja, mit Gewaltvideos, kennst du noch Kimbo irgendwas? Der den ja. Ja, diese Bumfights-Scheiße da. Der hat auf jeden Fall, das werden einige von euch noch kennen, es gab diesen Kimbo, ich wusste gar nicht mehr, ob das Slice oder keine Ahnung, wie der hieß, dass man so in Hinterhöfen so irgendwie, da haben die sich so geboxt und das ist auch so eine Sache, die fand ich nie geil. Also ich fand die nie geil, aber irgendwie ja schon, weil ich weiß definitiv, dass ich mehr als einmal, boah, danke, Alter, aber das habe ich dir geschenkt. Ja, ist ja okay. Lass das auf jeden Fall, ganz kurzer Einwand, wir laden unseren Podcast hoch über anchor.fm und das ist ja ein Stream gefühlt und dieses Werbung. Bier heißt Anchor Steam. Ja, okay. Auf jeden Fall von diesem Kimbo, diese Videos habe ich mir auch öfter als 10 Mal reingezogen, obwohl ich kein Fan von Schlägerei bin. Deswegen habe ich nur gesagt, es kann gut sein. Warum habe ich mir das so oft reingezogen? Ja, und wieder, pam, pam. Ich bin auch so, MMA finde ich nicht geil. Findest du das geil? Nee. Ich Boxen hasse, nicht geil. Wenn jemand, ja, Boxen fand ich immer auf jeden Fall geiler als. Aber so hast du das. Ich hasse, Boxen, wenn jemand so mit dem Ellbogen noch immer weiter, dass jemand den wegziehen musste. Oder der ist K.O. am Boden und dann versucht der andere noch schnell dem so 10, 15 Mal in die Schnauze zu hauen. Ja, Horror. Bevor der, wie sagt man, welcher Typ ist das? Ref. Der Riff-Ref. DJ Ref. Dem noch, dem irgendwie sagen kann, ey, Alter, komm mal runter, so weg davon. Probiert man noch so schnell 6, 7 starke Stöße in die Schnauze zu geben, damit der möglichst ohnmächtig bleibt. Was ist das für eine Art Mensch, die das tut? So, ich fand Boxen schon immer schon genauso langweilig wie Formel 1. Fühl's nicht. Fühl einfach kein Formel 1. Fühlst du Formel 1? Hast du das mal geguckt? Hab Formel 1 früher gefühlt, gerade für den Start. Fand den Start spannend. Also so 3, 2, 1. Und dann geht's los und dann überholen, pam, einer fliegt raus, so der Start. Das aber findest du geil? Den Start fand ich cool. Ey, ich bin nicht einmal auch nur 5 Minuten bei Formel 1 hängen geblieben. Ich liebe, wie du nochmal Start nachgemacht hast. Also meinst du 3, 2, 1. Ja, das dachte ich. Hey, da meine ich auch. Das ist das meiste passiert. Ja doch, das Spannendste ist auf der Start. Ich finde so Motorsport, gut, okay, ich finde so Motocross, wenn Leute so über krasse Sachen drüber springen oder so Downhill oder so, das kann ich mir so ein bisschen angucken, weil ich denke, dass so. Boah, das wäre geil für Auto. Das wäre auch mit Fahrrädern, finde ich dann geil. Ja, voll. Macht das selber voll Bock. Also beim Motorsport muss ich sagen, ich verstehe das noch, wenn man vielleicht kurz mal reinschaltet im Fernsehen, aber wenn man live da ist und die fahren mal ganz schnell laut vorbei. Und dann ist Ende. Dann siehst du wieder für eine Stunde nichts. Du siehst die halt so und so viele Male, 30, 40 Mal, keine Ahnung, wie viele Runden die fahren. Aber immer nur mit 400 km/h eine Sekunde. Wenn du das mal vergleichst, auch andere Sachen. Aber dafür hast du dann so wie so beim Fußball, als ob der Ball halt einmal am Tag bei dir vorbeikommen würde und dafür hast du 50 Euro Einsatz. Oder jemand gibt dir so einen Wodka-Shot, du trinkst ihn, danach redet erstmal jemand mit dir gar nicht mehr, du sitzt so allein und dann wieder so hier ein Shot. Ja. Hallo, wie geht's dir? Oh, shit. Ja, hinkt ein bisschen der Vergleich. Aber das, also beim Fußball wäre krass, wenn du halt einfach nur einmal siehst, wie so ein Stürmer an dir vorbei rennt zum Tor, aber dann ist das Spiel vorbei. Ende.
dann so, danke, dass ihr da wart, alles klar. Warte mal, was ist mit hier gibt's nichts zu sehen, Leute. Wir machen das Ding jetzt zu. Wie bist du gerade nochmal drauf gekommen? Mit Boxen, ne? Ja, dass ich Boxen genauso uninteressant finde. Aber es gibt ja so richtig so, vor allem bei Jungs ist es, glaube ich, so, dass man das so geil findet, so MMA zu schauen. Ja, ja. So männlich. Ist es männlich? Weiß ich nicht. Ich raff's halt nicht. Ich finde so, sich in die Schnauze, übelst in die Schnauze hauen. Ja, okay, danach ist dann so, okay. Du kannst jemandem übelst krass auf die Schnauze hauen, aber so im echten Leben hoffe ich, dass du das nicht machst, weil dann ist der ja verletzt danach. So. Und das ist ja auch im echten Leben nur, dass jemand euch in den Ring gestellt hat und du dann einen Preis sogar noch bekommst so dafür. Ich glaube, das holt auf jeden Fall nichts Gutes aus Leuten raus, wenn die so trainieren dafür, jemandem miese in die Schnauze zu hauen. Aber jetzt kommt wieder das, wo du sagst, ja, der Vergleich hinkt. Dann könnte man auch sagen so, yo, cool, dass du mit 300 km/h starten kannst. Ich hoffe nur, du machst es im Privaten neben einer Kreuzung nicht, Alter, dass du dann irgendwie... Ja, ist die Frage. Das wäre eigentlich eine interessante Frage, wie sich so das Fahrverhalten von Rennfahrern im Alltag... Das ist ein richtig geiler Aufhänger, wenn Profisportler sich anders verhalten können. Ja, das frage ich mich. Ob du halt so ein Rennfahrer, so ein echter Rennfahrer, ob der halt sich normalerweise so im Alltag an die Verkehrsregeln hält oder ob der super viele Tickets kriegt. Oder hat der so eine Flatrate, dass der keine Tickets bekommen kann? Sondern, weil der halt einfach so ein krasser, Herr Schumacher, nee, es ist alles gut, Sie sind zwar 400 gefahren hier in der 30er-Zone, aber... Ja, gut, Schumacher schwer. Ja, egal. Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, das ist der erste Name, der mir einfällt, definitiv. Das ist ja auch egal. Ja, aber auch so, stell dir vor, Toni Kroos, egal wo der ist, der schießt. So, der kann... Knarre oder? Nee, der kann nicht anders. Supermarkt. Der muss immer wieder, wenn er irgendwas sieht, so, Haushalt, Melone! Außer wenn der im Haushalt ist, holt er sich so Sachen von Schränken nur mit Ball. Also der schießt so eine Pfanne vom Schrank runter, weil der hat das einfach so gelernt, dass man alles per Schuss holt. Der dreht auch von 0 auf 100. Also die Familie denkt manchmal so, oh, hoffentlich dreht der jetzt nicht durch, weil Kiwi ist zwar nicht rund, bitte nicht. Oder so, Schatz, reißt du mir kurz einen Apfel? So per Volley in den Bauch geschossen. So, hier Schatz, ich bin schwanger. Ah, sorry Schatz, vergesse ich oft. Okay. Ja, abgefahren. Alles per Schuss. Oder Basketballer, die immer nur werfen. So, ich stehe vor dir, aber die werfen immer hoch. Immer. Kannst du mir mal kurz den Schlüssel geben? Dong. Kasch. Geil. Boah, das liebe ich so sehr. Das könnte jetzt auch, wenn Simon... Das kann man halt, echt, gut, das kann man halt auch echt gut aufhängen, weil es gibt ja... Das kannst du ja quasi auf jeden Sport oder jeden das ist eine alles aufhängen. Unendlich geile Story. Ich habe auch die Notiz dazu, ist auch alles per Schuss. Geil ist auch so, wenn so zum Beispiel Bobfahrer so auch ins Bad per Bob... Hi. Immer so in die Dusche per Bob. Badewanne. Weil sie es einfach so gut können. Das ist ja so die Badewanne wie ja, Bob. Ja. Geht nicht mal, weil die können ja nur eine Sache sehr gut. Das, man sagt ja auch, Fußballer seien so doof, weil die halt eine Sache so gut können, weil die alles per Schuss machen. Also bei MMA-Fightern ist das wahrscheinlich dann auch so an der Kasse, wenn sie sagt so, 7 Euro bitte, willst du mich ficken oder was? Direkt Bombe. So. Ich wollte nur kassieren, Herr Officer. Der hat mir direkt... Die wollen mich beleidigen, Mann. Die hat Hand gestreckt. Ich arbeite mit Reflexen. Was hätte ich denn machen sollen? Ja, was? Die wollte kämpfen. Ich wollte kassieren. Geil, Mann. Ich wollte kassieren. Die wird auch sauer im Verhör. Ja, voll. Auf einmal ist das so eine total komplett füllige Kassiererin, die auch auf einmal so auf den drauf springt, weil der platzt der Kragen dem Vernehmer. Die macht auch auf einmal Seitsprung mit Ellenbogen. Ja. Ich wollte kassieren, verdammt. Ich wollte einfach nur kassieren. So, und dann habe ich wirklich kassiert. Wollen die mich verarschen oder was? Ja, geil. Halb tot. Boah, das ist super geil. Junge, es gibt so viele Sportarten, wo das so witzig wäre, wenn die einfach nicht aufhören mit der Scheiße, Sportler. Auch im Alter, im hohen Alter. Ja, aber ja. Auch fucking Angler kommt immer mit scheiß Angel im Club, wieder holt er seine Freundin ein. Schatz, das Salz steht 3 Meter neben dir. Ja, ich hol noch kurz, weil ich kenne mich leider mit Angeln nicht aus. Womit angelt man Salz? Mit einem lebenden Köder oder gleich Salz? Ja, das Salz im Haushalt. Schatz, reißt mir das Salz und der muss immer mit Angel holen. Boah, der holt immer geil, Alter. Klopapier. Schatz, kannst du einkaufen gehen? Ja, klar. Und dann gibt's die haben nichts mit Sportarten zu tun, die sind so wie wir beide, ewige Fantasie. Dieser Typ, der seit fucking 70 Jahren versucht, doch ein Jedi zu sein und irgendwie Sachen zu verrücken. Ah, aber nur, wenn keiner guckt. Ah.
Man muss auch ein Geräusch machen, weil die Macht macht immer Geräusch. Ah. Nein. Ah. Warum auch? Kennst du aber, ich hatte das schon mal eine Weile, dass ich so, auch so nach Dragon Ball oder so, dass ich dachte, wenn ich mich hart genug anstrenge, dann schaffe ich das. Natürlich. Ein Kamehameha. Boah, das geht. So gut, Alter. Irgendwann, wenn man sich hart genug wünscht, dann schafft man's. Da wäre ich letztes Mal auf eine Instagram-Werbung drauf angesprungen, was man sonst nie macht. Ich wollte mir einen Dragon Ball Pulli holen, wäre mir scheißegal gewesen, für zu Hause. Da stand auch irgendwie drauf so, hatten wir nicht eine gute Zeit? Und dann war so die ganze Family, Alter. Mit alle Male. Nee, weiß ich nicht, glaube ich. Boah, ja, du weißt ja, wer bei Dragon Ball alle so die Charaktere. Ja, gibt es richtig so, viele. Aber die ja, alle so zusammen waren auf dem Pulli. Und dann standst du drunter so, hatten wir nicht eine geile Zeit? Ja, klar, boah. Ja. Ich bin Dragon Ball sofort. Es gab mal eine coole Adidas, es gab eine Adidas Dragon Ball Kollabo, wo es dann so einen Son Goku-Schuh gab und einen, ach, krass, so einen Freezer-Schuh. Und das war so geil, aber die waren halt so, haben halt im Resell schon 150 gekostet und dann waren die sofort ausverkauft. Und dann hat sie so irgendwie, hast du jetzt mal angeguckt? Auf so, es gibt ja so Seiten, wo du gucken kannst, was die wertvollsten Schuhe zurzeit sind. Und? Ja, und da gibt's halt so, ja, das ist absurd. Absurd krass. Also so Jordans, die jetzt mittlerweile irgendwie 35.000 Euro kosten, weil die halt eine Auflage von, also ja, Mann. Du kannst den Markt da ja quasi wirklich einfach, kannst ja entscheiden, wie du, du kannst ja einfach aussuchen, ich möchte, dass der sehr teuer wird. Also mache ich eine Auflage von 5.000 Schuhen, anstatt, keine Ahnung, wie viel die normalerweise, also Air Force One wurden natürlich wahrscheinlich irgendwie 5 Millionen Mal aufgelegt. Auch bei, aber, und das sind ja Sammlerstücke mittlerweile, ist ja bei Briefmarken und Münzen auch so immer gewesen. Die und die Auflage, zack, teurer. Blaue Mauritius gibt es irgendwie 3-4 Mal, pam. Und dann gibt es halt noch so Kollabos, so Adidas mit Off-White und dann, oder Nike mit Off-White. Und dann kosten die, dann machen die eine Auflage, regulierte Auflage und dann sind die innerhalb von einer Sekunde sofort ausverkauft und dann sofort auf eBay für den 10-fachen Preis. So, und das ist noch der günstigste Preis, für den du die Schuhe jemals kaufen können würdest. So, dann wartest du noch einen Monat und dann sind die halt utopisch teuer. Und dann kommt ein neuer Drop und dann sind die wieder billig. Also dann sagen die so, hey, wir machen eine neue Auflage, weil der so gut ging. Und dann kracht der Preis wieder ein, weil die halt einfach nochmal 20.000 Mal. Zu viel Macht, zu viel Diktatur, zu viel, ja, halt die können Aktien, alles, ne? Alles entscheiden. Wie krass ist auch der, wie krass ist seit 2-3 Wochen der Adidas-Hate? Wieso? Achso, wegen den, ja, aber das hat sich wieder ein bisschen eingegroovt, glaube ich. Ah, okay. Also, weil die Adidas wegen zuerst wegen nicht Miete bezahlen, dann glaub, wegen die nehmen 3 Milliarden. Irgendwie ist es auch ein Marketing-Move. Ja, stimmt, die haben sogar zweimal Bash bekommen, ne? Also erst wegen, wir zahlen keine Miete, dann hieß es aber, wir wollen die Miete nur aufschieben, ne? Haben sie ja irgendwie gedribbelt. Und jetzt, dass die irgendwie Milliardenhilfe bekommen, aber trotzdem Dividende ausschütten wollen. Ja. Ja, aber ich meine, das ist ja nicht nur Adidas, das sind ja wahrscheinlich viele verschiedene Konzerne. Ja, aber wie schnell man davon auch dann so beeinflusst ist, so irgendwie letztes Mal hat man auch so ein Adidas-Trikot ausgestellt in einem anderen Live-Ding, egal was irgendwie so online war, dann war auch so, oh, da ist Adidas drauf. Auf einmal denkt man so dran, seit 2-3 Wochen. Ja, so, sollen wir das jetzt machen? So, oder haben wir, weil es einfach ein deutscher Konzern ist, so ein Bilderbuchkonzern, die es einfach so, die einfach so eine astreine Raketennummer hingelegt haben. Wie geil auch einfach immer noch, so, das weiß ja jeder, aber wie geil, so dann gibt es so Kritik. Ja, und überhaupt, nein, der Name einfach, Adidasler. Ja. Ja, ist es wirklich. Es ist so geil, Alter. Adi! Hey, aber gleichzeitig denke ich mir, also oder was mir so ein bisschen aufstößt, ist, wir hatten ja letztens diese Diskussion, weißt du, wo wir abends da mit so zwei Jungs noch saßen und drüber geredet haben, wo wir über diese Soforthilfe gesprochen haben, dass halt viele Künstler gerade so Probleme haben oder dann halt die Soforthilfe beantragen oder nicht oder wenigstens drüber nachdenken, soll ich es tun oder nicht und vielleicht auch manche aus Solidarität sagen, okay, ich komme irgendwie so zurecht, deswegen mache ich es nicht, obwohl sie eigentlich berechtigt wären. Ja. Aber du kannst mal davon ausgehen, dass alle größeren Konzerne diese Hilfen beanspruchen. Ja, Mann. Ob die dick, fett, super geil am Markt sind und so eine Krise locker in die Tasche stecken oder nicht. Und da finde ich so, weil das dann sowas Anonymes ist. Da kann man jedem, da kann man doch nie keine einzelne, also da, ich finde da keine einzige Person, die berechtigt dazu ist und diese Hilfe in Anspruch nimmt, der dürfte man im Endeffekt vorwerfen, hey, warum hast du das gemacht? So, ey, das steht dir zu, dafür gibt es diese Hilfe. Nee, im ganz kleinen Teil nicht so. Nee, das war ja auch ein Sonderfall, über den wir gesprochen haben, aber klar. Finde ich, also da kann man wirklich niemandem einen Vorwurf machen. Die Grauzone ist halt direkt, wenn es gibt genug Leute und da habe ich auch viele Freunde, die mehr als eine Beschäftigung haben. Company haben zum Beispiel, mit der die sich melden könnten. Und weil selber der Staat oder das Amt nicht die Möglichkeit hat, das so schnell zu prüfen, überweisen die halt direkt. Und deswegen gab es ja in NRW auch diesen Stopp. Nee, den Stopp gab es aber aus einem anderen Grund. Weil 30, 40 Anträge pro
Zum Beispiel. Das ist aber nicht der Grund. Der Grund für den Stopp ist, dass sie festgestellt haben, dass mit einer Seite, die dir, also das ist ja, halt das nicht Soforthilfe-NRW, coronasoforthilfe.nrw.de, die offizielle Antragsseite, dass die halt so in sehr ähnlich nachgebaut wurde und die Leute halt ihre Daten da eingetragen haben und die Betrüger dann halt die Daten genutzt haben mit einem abweichenden Konto, die Miete, das Ding kassiert, also mit irgendeinem toten Konto, genau. Geld kassiert, abgehauen. Und dass da so 4.000-5.000 Fälle. Ja, Mann, so krass. Das finde ich halt auch richtig betrügerisch. Übertrieben, ja, genau. Asozial. Und es gibt halt diverse Unternehmer oder Selbstständige, die halt auch noch die eine oder andere Firma haben, die nicht mehr läuft, aber die auf jeden Fall gemeldet ist und damit könnte man auch beantragen. Und das auch dann gemacht haben, oder zum was? Zum Beispiel. Okay. Ja, so. Kann ich nichts zu sagen, kann ja sein. Und ja. Ja, asozial. Also in meinem Fall weiß ich ja selber so, also dann hat man halt zwei Jobs, so ich bin halt komplett gefickt, so was Comedy angeht, ist halt auf null. Ja. Aber ich habe noch einen anderen Job und deswegen kann ich meine Fixkosten decken. Und dann habe ich mit meiner Steuerberaterin geredet und die meint dann auch so, ja Mann, ultra beschissen, kann ich komplett nachvollziehen, müssen sie halt selber wissen. Ne? Ob das durchgeht, wissen wir jetzt nicht, aber und dann habe ich gesagt, nee, dann machen wir halt nicht. Also mir fehlt ja genau aber das Geld. Aber ich meine, der Worst Case wäre ja, das zurückzahlen zu müssen, im schlimmsten Fall mit einer Strafe. Ja, aber ich weiß ja jetzt schon, sagen wir mal, zum Beispiel ich bin Selbstständiger mit einem Mitarbeiter mir und ich kriege 9.000 Euro überwiesen. Mhm. Wofür wären die 9.000 Euro? Die wären für meinen guten Lebensstandard zu halten. Ja, ja aber ich, das kann nicht, ist ein Einzelfall, ist eine Einzelfallprüfung, kann ich nicht sagen. Ja, es gibt es ja öfter. Ich habe ja auch diverse Künstlerkollegen, also viele, die es hauptberuflich machen, die es wirklich brauchen, wo ich sage, Alter, mach, die es auch gemacht haben, gekriegt haben, ultra froh sind. Aber das ist dann halt auch viel zu wenig, weil es ist ja brutto und einmalig. Ja. Und das zweite Monate ist halt, ist die Frage, wie lange die Ausfälle halt wirklich stattfinden. Ja, genau. Kann ja sein, wenn das jetzt wirklich bis August so ist, dass solche Veranstaltungen dann, nicht stattfinden, dass ja, dann nochmal nachgelegt wird. Ja, genau. Dann, keine Ahnung, und ja, in meinem Fall zum Beispiel, und da habe ich noch ein paar andere Kollegen, die es auch haben, so dann fehlt halt mindestens die Hälfte von dem, was du normalerweise hast, aber du kannst zumindest noch sowieso deine Miete bezahlen. Ja, wenn das es so gibt ist. Ja andere aber ich meine, Leute. Miete bezahlen ist ja auch jetzt nicht den Lebensstandard halten. Ja, also wenn du deine Miete bezahlt hast, dann hast du ja noch nicht gegessen ja, oder deine Rechnung gezahlt oder so. Also wenn du nicht mal deinen Fix raus hast, also ich kann das, ich weiß nicht, ich glaube, das kann man kontrovers diskutieren, ja, aber wenn du dann so mitbekommst, jeder einzelne Großkonzern schöpft da das Maximum an Geldern aus. Ja, weil das immer dann der und zahlen dann noch keine Miete oder versuchen noch irgendwie mit Dribbling und guter Anwaltschaft und einfach mit der bestmöglichen Vorbereitung da den maximalen Profit rauszuziehen, ja, auf Staatskosten. Dann finde ich, darf sich kein einziger Selbstständiger, der gerade hustlen muss, schlecht fühlen. Weil nein, auf gar keinen Fall, Alter. Es gibt so einen gewissen Punkt, wo, glaube ich, jeder genau für sich weiß, ist das gerade richtig oder falsch. Und was ja, ich gerade gesagt habe, ist ein außer Sonderfall. Unternehmen, die scheißen da drauf. Und Unternehmen ist ganz oft so, die sind ja hinter so einem Deckmantel von, ich stehe hier nicht als Person, sondern so ein Unternehmen steht ja oft als, ne? Ja, es gibt also dann auch keine Hafteln von Einzelnen. Ja, ja. Genau. Die hafteln halt nicht und als Einzelne. Gerade ein Künstler ist ja eine Person so und die steht ja mit allem. Mit ja, allem, ja. Mit, ne? Mit der Emotion, mit dem Finanziellen und ja, deswegen ist die auch viel nicht angreifbarer, sondern kann darüber diskutieren, haftbar, was ist. Einfach, also whatever, direkt keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Ja, ja, genau. Verantwortlich, also einfach so selber verantwortlich für das Handeln. Ja, schwierig, egal. Boah, krass. Da sind wir halt bei so einem Thema, so, letztes Mal hat mir auch einer gesagt, so, hä, bist du bescheuert, Alter? Wenn man vom Staat abgreifen kann, greift man ab. Ja, stimmt auch. Dann denke ich mir immer so, das ist aber diese leidige Diskussion. Es gibt ja auch Leute, die zu 100% Steuern verurteilen, wo ich immer denke, dann tu mir einen Gefallen und genieß nie mehr Straße, Park oder irgendwas. Ob das jetzt unverhältnismäßig ist, ja, oder natürlich. Jetzt, oder jetzt auch in so einer Krise, dass du dann halt einfach sagst, staatliche Mittel. Ja, guck mal, ohne Steuern hätten wir so ein Kissen jetzt gar nicht, um einfach irgendwie aufzufangen. Dass, also sonst wären wir ja jetzt genau wie die USA, ne? Sonst wären wir ja komplett gefickt. Also wenn es jetzt einfach kein Polster gäbe, auf das zurückgegriffen werden kann, was Healthcare und Bezahlung, dass man jetzt einfach sagen kann, so die Pflegekräfte, die gerade einfach, oder Pflege, oder der ganze Bereich, der jetzt gerade rotiert und vielleicht Überstunden macht oder unverzichtbar ist, dass man zu denen sagt, die bekommen jetzt eine Einmalzahlung von ja, zum Beispiel mehr Geld, oder man schaut jetzt, dass irgendwie Nothilfen eingerichtet werden können und dass man das bezahlen kann, das kommt ja nicht von ungefähr, das kommt ja daher, dass man richtig, dass man Steuern zahlt. So. Du wirst niemals irgendwie die goldene Mitte finden und sagen, ah, so bin ich zufrieden. Es gibt immer Momente, wo du sagst, boah, haben die mir viel vom Gehalt abgezogen für die Krankenversicherung, 19, irgendwas Prozent, ich weiß es gerade nicht genau. Auf der anderen Seite, wie lange ist es schon
so, dass wenn ich mal in Amerika bin, sehe ich diese Leute rumlaufen ohne Zähne in der Fresse und weiß genau, ah, okay, ey, ganz ehrlich, die haben kein gutes Gesundheitssystem. Ja. Also im Gegensatz zu uns. Was ist bei uns so? Wir finden so lästig, ah, okay, muss ich hier meine AOK, DAK, whatever-Karte rausholen oder jemand ist privat versichert und ich gehe halt zum Zahnarzt. Ja, ja, voll. Also wie normal ist das für dich? Ja, komplett. So morgen du so, boah, fuck, ich habe Rückenschmerzen, Orthopäde. Ja, vor allem ist es, ja, aber ich meine, ich merke das halt schon selber, dadurch, dass ich nicht, also dass ich meine Krankenversicherung auch selber zahle, dass so, wenn man, bei mir ist es sogar noch kein besonders hoher Satz, aber wenn man so 200 Euro monatlich Krankenversicherung zahlt, ist schon so, okay, krass, das ist so fast die halbe Miete, die ich zahle. Ja, das kenne ich zum Beispiel nicht. Und das ist dann so, das ist schon viel Geld. Ja, voll. Und dann... Das kenne ich von meiner Schwester, die ja... Wenn man dann das Gefühl hat, also ich brauche nicht oft medizinische Versorgung, sage ich mal. Ich habe bisher Glück gehabt. Ja, ich muss nicht oft zum Arzt gehen und dann brauche ich irgendwie eine teure Behandlung oder so. Aber ja, okay. Dann habe ich schon ab und zu als Kassenpatient, fuck ich mich dann ab, dass ich mir denke, okay, man bezahlt schon viel Geld und dann, dass man dann trotzdem sich so als Patient zweiter Klasse... Erstmal nimmt man es nicht so richtig in Anspruch und zweitens fühlt man sich manchmal auch so ein bisschen... Also wenn ich dann so einen Termin bekomme und dann sitze ich irgendwie 2 Stunden oder eine Stunde im Wartezimmer, wo ich denke so, okay, ey, warum gibst du mir da nicht einfach einen fucking Termin in einer Stunde? Und es kommen halt Leute nach mir und kommen vor mir dran und gehen vor mir wieder, wo ich mir dann denke, ja gut, okay, das ist halt auch irgendwie ein Business und da stehst du halt als Kassenpatient immer ein bisschen hinten an, egal, anderes Thema, aber ja, voll. Trotzdem, dafür zahlt man es, dafür ist man abgesichert so und ich glaube, diese Sicherheit, die wünschen sich jetzt, 99% auf der Welt würden sich wünschen, so abgesichert zu sein wie die Deutschen, so Arbeitslosenhilfe, Hartz IV, dass du jetzt einfach so damit durchgefüttert wirst, die Amis, Alter, die haben jetzt auch irgendwie, wie viel, 10, 12, 13 Millionen neue Arbeitslose, Alter. Achso, ja, genau, ja, also und ja, Leute, die einfach komplett bei Null landen oder so Arbeiter, die so im Gastro-Gewerbe arbeiten, die 0 Euro Stundenlohn bekommen, die ausschließlich von Tipps leben. So. Ja. Und das ist legal. Du kannst jemandem sagen, du, okay, komm, bring dein Portemonnaie mit, da hast du dein Wechselgeld drin, du bekommst von mir gar nichts, aber du kannst das Trinkgeld behalten. So, stell dir mal vor, das wäre in Deutschland so. Da würden sofort die Verwaltungsgebäude brennen. Das ist Alter. Ja immer dieser Grundgedanke, dieses so Amerika, du kannst alles erreichen, Leistungsgesellschaft, aber es funktioniert einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr, wo es auch auseinander... Es ist halt kein sozialer Gedanke so. Ja, genau. Es ist halt einfach kein sozialer Gedanke. Ich mag ja manchmal so danach zu streben, jemand, der was leistet, hat auch was verdient. So. Mag ich manchmal, muss ich einfach zugeben. So Survival of the Fittest Style. Ja. Aber damit nimmst du ja in Kauf, dass Leute auf der Strecke bleiben. So. Genau, deswegen. Also, und ich glaube auch, dafür ist Podcast zum Teil genau gerade... Genau der richtige Ort. Genau, nee, also das ist ja eigentlich der richtige Ort, wenn man jetzt irgendwie sagen würde... Wir nehmen uns dieses... Genau, man hat mehr Wissen oder man hat mehr Zeit und wir sagen, dieses Thema knüpfen wir uns für eine Stunde vor. Haben wir jetzt gemacht. So ist nicht unser Podcast. Haben wir jetzt gemacht. Wirklich einfach. Aber ich meine, finde ich okay, Alter. Einfach mal ab und zu ist das auch mal cool. Nicht nur so... Nee, war ja auch... Nein, wir hatten zwischenzeitlich Quatsch, ja auch Quatsche. Irgendwas über Pornhub. Von daher, wir springen ja auch in Themen. Also. Ja, klar. Ja, finde ich aber auch nicht schlecht. Also ich finde, das betrifft ja gerade irgendwie jeden und jede. Und ich glaube, man macht sich so eigene Gedanken. So jetzt auch so in der Veränderung und in dieser schnellen Zeit, in dieser Schwebe, Unsicherheit. Keiner weiß, was passiert. So... Ja, Mann. Ist ja auch nicht komplett. Alles easy gerade. Ja, wie gesagt, nächste Großveranstaltung, 31.8. Dahin nicht mehr, oder? Bis dahin nicht mehr. Also das heißt ja nicht, dass nächste, am 1. September rein theoretisch. Ja. Vorher. Aber auch die Idee, kannst du dir das vorstellen? Meinst du, das klappt? Ich glaube, das klappt nicht, ey. Nee, klar, wie meinst du? Ja, jetzt heißt es ja gerade erstmal bis zum 31.8. auf keinen Fall. Das heißt ja nicht, dass ab 1.9. Ja, so Leute schießt. Ja, wir haben ja auch, wie gesagt, ne, sehr, 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 sehr gute Freunde, die davon betroffen sind. Ist halt so. Ja, voll. Aber ich glaube, gerade diese Großveranstalter, meistens sind es dann nicht die Leute, die es dann so persönlich am härtesten sagen, trifft. Also von denen, die normalerweise jetzt irgendwie die 4, 5, 6, 7, 18.000er irgendwas gespielt hätten. Ja, die haben halt auch vielleicht ein bisschen Auslagen. Ja, richtig. Dass sie davon irgendwie jetzt gerade überleben können. Also kann ich mir vorstellen, weiß ich auch nicht genau, aber... Ja, ich weiß es nicht. Guck mal, warte mal, heute, was ist heute Freitag, ne? Heute ist Freitag. Genau heute, per Zufall, genau heute würde ich aus Andalusien wiederkommen. Das war jetzt 2 Wochen wäre ich jetzt da gewesen, musste auch jetzt die ganze Zeit
Deswegen auch Empfehlung von mir, ab jetzt weiß ich, ich buche immer direkt übers Hotel, weil wenn man über so diverse Reiseveranstalter bucht, Reiseveranstalter geht auch noch, aber über diese ganzen Plattformen, alter Schwede, ich kann ja verstehen, dass das irgendwie dann schwer ist und lange dauert, aber da, wo ich in Andalusien so selber gebucht habe, habe ich beim Hotel angerufen, so, wir haben das geklärt, entweder Kohle zurück oder ich habe gesagt, ey, ich komme im Herbst oder Frühjahr 2021 wieder, ja, okay, auch alles cool. Ja. Aber alles, was über Vergleichsportale lief oder so, das ist eine endlose Kette. Du hast bei Check24 was gebucht, was die sich über Booking.com gezogen haben, was dann über Aurum-Tours lief und das war beim Hotel. Ja. Das Hotel hat gesagt, ja, du musst irgendwo... Geh darüber, die sagen, geh darüber. Ja, genau. Und dann mit Fluggesellschaften war genau das Gleiche. So, wir haben einen Flug gebucht, Hinflug direkt, aber danach über Kiwi.com. Ich glaube, das ist eine neuseeländische Seite, keine Ahnung. Ja. Boah, Alter, das war wirklich nervenzermürbend. Egal, auf jeden Fall, ja, heute, wenn man wiederkommt. Das ist halt der Haken der freien Marktwirtschaft. Und deswegen, ne? Dass du halt nicht mit dem Reisebüro und dann hast du die Martina, die dir normalerweise immer die Flüge. Hör mal, Martina! Ja, die sagt dann ja, kein 97,90. Ich weiß, was da los ist, so, sondern genau. Da hast du halt einfach diesen Rattenschwanz. Aber dafür wolltest du halt auch den kleinsten Preis zahlen, ne? Ja, voll, ey. Das ist halt immer das Ding. Sehr gut gesagt, ja, Mann, habe ich auch noch drüber nachgedacht. Ja, egal. Also, nee. Also auf jeden Fall, wenn wir heute wiederkommen und heute wäre. Felix Lobrecht in der Längstes gewesen. Boah, krass. Fällt mir jetzt gerade ein, weil ich genau weiß... 20.000 Leute, Alter. Nee. Wie viel passen da rein? Nee, 18 Max, aber ich denke mal... Nee, in der Loge sind es doch mehr, oder? Nee, glaube ich nicht. Ich dachte irgendwie, die sind die 23 oder so mit den Logen? Glaube ich nicht. Also ich glaube, Sitzplätze und Stehplätze sind 18. Muss ich gleich nochmal gucken. So. Ich hätte der jetzt ja längst hätte ich 18 gegeben. 18, ja. Und dann so meistens auch bei so Riesensuperstars irgendwie dann Bühne mit Bühnenbild bla und dann bist du vielleicht bei 14, 15, hätte ich gedacht. Ja, möglich. Egal, auf jeden Fall, witzigerweise wäre der heute gewesen, weil das ja veranstaltet worden wäre hier in Köln und so. Und dann wusste ich genau, okay, da kann man auf jeden Fall vorbeigucken. Ja. Und morgen wäre dann auch eine Veranstaltung gewesen, die mir wichtig gewesen wäre, wo ich selber dabei gewesen wäre. Und das ist alles gerade so wer. Und das war abschließend, was ich gerne nochmal sagen wollte. Ich weiß nicht, wie du gerade damit umgehst. Dieses Hätte, Wenn und Aber, das ist das auch ohne diesen Virus, das, was einen fertig macht. Was wäre gewesen, wenn? Das kannst du vergessen, Alter. Ja, das mache ich gar nicht. Deswegen liebe ich ja Köln, it is wie it is, it could wie it could. Ich find schlimmer als das, was wäre gewesen, was ist eigentlich, also was passiert, also ich finde diese Unsicherheit der Zukunft gerade viel, viel belastender, dass du so, du kannst ja im Moment gar nicht mal 3 Wochen in die Zukunft planen. Also wenn du jetzt gerade in einer Situation bist, wo du sagst, ich möchte gern heiraten oder ein Fest feiern, ein Haus kaufen oder verreisen oder meine Mutter besuchen, die in Spanien lebt oder so, dass du einfach gerade gar nicht sagen kannst, was die Zukunft bringt und du einfach wirklich so gezwungen bist, kleinschrittigst zu denken. Ja, Mann. Und es gibt auch keinen Entscheider. Das ist das Komische. Es gibt halt normalerweise, weißt du halt so, okay, das kann ich nicht entscheiden, da muss ich jemanden fragen, da muss ich mich entweder ans Gesetz halten oder da muss ich irgendjemand anders fragen oder so. Und jetzt gerade weiß es einfach keiner. So, selbst die Bundesregierung oder die, weiß ich auch nicht, nicht mal die EU oder es kann dir halt einfach niemand sagen, was in 4 Wochen ist. So. Keiner kann dir das sagen. Es ist einfach komplett unvorhergesehen. Ja, Mann, voll. Wie crazy ist diese Idee, dass es einfach keiner weiß. Und du kannst auch keinen fragen. Du könntest jetzt, wenn ich die Privatnummer von der Merkel hätte, ja, könnte ich jetzt anrufen und sag mal, bitte, es ist super wichtig. Was ist eigentlich? Was passiert denn jetzt in der nächsten Zeit? Die sagt so, ey, Digga, keine Ahnung. Keine Ahnung, Alter, bist du hängen geblieben. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, wir planen jetzt 2 Wochen in die Zukunft. Das so, weißt du, wir meckern so Generation Y, alle so Unsicherheiten und Unverbindlichkeit und so. Und das ist ja wohl so die extremste Form von Unsicherheit, dass man einfach nicht mal 3 Wochen weiter weiß. So. Alles dreht sich. Voll. Und ich musste gerade einmal lachen, weil ich war letzte Woche, war ich tatsächlich hier, als Osterwochenende war. Bei Angela Merkel zu Hause. Nee, war ich Kanu fahren. Ah, krass. Wurdest du gescheit? Alleine auf einem See. Ah, alleine, okay. Nee, also nicht komplett alleine, wir waren zu zweit auf einem Kanu am Fahren. Und dann habe ich, Alter, das ist jetzt wieder so eine Sache, wo du sagst so, okay. Da habe ich mal die Tiere beobachtet, ne? Okay. Das ist das Nächste. Okay. Und da habe ich gedacht, meinst du, die merken eigentlich auch, dass mit uns gerade was nicht stimmt? Ja, die können jetzt auf jeden Fall wieder machen, was sie wollen. Ich habe so gesehen, da gibt es so eine riesige Insel auf dem See, wo ich fahre. Die einzigen, die noch reisen dürfen, sind die Vögel, Alter. Ja, Mann! Siehst du, du willst mich gar nicht verurteilen, du bist mit mir in der Fantasie. Da gibt es eine große Insel und die darf man nicht betreten, ne, auf dem See, wo ich war. Partyinsel. Und da wird gerade also da siehst du auch Eier liegen von Schwänen und ich glaube Laichmachen Fische, aber ich wollte es. Ey, ich habe keine Ahnung. Geeilt.
Gebrütet. Gebraten. Junge, erstmal habe ich Sachen beobachtet, wie es gibt ja diese verkackten Enten, die laufen immer voll viel auf dem Wasser und heben nicht ab. Ja. Da habe ich gedacht, so, Junge, dass die es immer wieder versuchen. Boah, sind das. Du, neben denen fliegt der Schwan einfach so. Ja, der Schöne. Naja, da habe ich gedacht, ey, merken die eigentlich auch, dass irgendwie. Irgendwann nicht stimmt. So, da sind weniger von diesen Menschen draußen. Weniger so, von diesen Riesenvögeln, die normalerweise gerade so in Großstädten so. Normalerweise, wo sind eigentlich diese. Wo ist diese Rasse, die immer so macht am Wochenende? Ja, stimmt. Krass. Die Dummen. Wo sind eigentlich die Dummen? Wo sind eigentlich die dummen Menschen? Ey, aber auch krasser Fact, über Ostern ist der Reiseverkehr um 98% zurückgegangen im Gegensatz zum Vorjahr. Ist so krass. Also wenn normalerweise 100 Leute verreist sind, dann waren es dieses Mal 2. Wie krass ist das, wenn du so Busfahrer bist? oder Flugpilot und so. Junge Beste. Wir begrüßen unsere 2 Gäste an Bord, so an der Boeing 737 und dann sind es halt einfach nur 2 anstatt 100. Das ist crazy, Mann. Und dafür fliegen dann trotzdem Flugzeuge. Wie geht das? Da müssen die doch sagen, ey Digga, dann fliegen wir nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja. Ich muss mir das aufschreiben, weil es so geil ist. So 98% weniger Reiseverkehr, sogar so. Du kennst doch diese Frösche, die über Autobahn gehen wollen. Ja, selbst sogar die hatten so Adiletten, Handtuch, die so, yeah. Endlich frei. Wir lassen uns Zeit, Bruder. Die so, wie man selber ist, wenn man besoffen nachts nach Hause geht, auf Straße gehen, für Freiheitsgefühl, gehen die auf der Autobahn einfach geradeaus. Die gehen nicht einmal drüber, so diese, scheiß drauf. Scheiß drauf, Frido, wir gehen hier geradeaus. Ich kenne mich hier kommt keiner. Das ist die fucking. Wir nehmen die Abkürzung über die A4. A1. Geil, Alter, ja. Das war auf jeden Fall noch, ne? So. Ja, krass. Ja, gut, also ich denke mal, dieses. Haben wir lange gequatscht. Ja, dieses Thema werden wir auf jeden Fall weiterverfolgen. Hoffentlich nicht wir zu lange. Wir alle, wie die gesamte Menschheit wahrscheinlich. Wie die gesamte Menschheit. Hast du mitbekommen, damit gehen wir raus, mit ein bisschen Verschwörungstheorie, ja. Dass jetzt bei Fox und so in den US-Medien kursiert jetzt die Annahme, dass der Coronavirus tatsächlich aus diesem Labor. Aus diesem Labor in Wuhan. Ja. Stammt und es gab halt wohl schon 2017, 2018 Berichte darüber, also so, dass dieses Labor wohl Sicherheitslücken hat und also es gibt wohl, gab wohl Zweifel daran, dass es sicher sei und jetzt hat Fox einfach so in an American Manner so gesagt, ja, wir, also es gibt Geheimdienstinformationen, die darauf hinweisen, das Virus kommt aus diesem Labor. Ist krass. Ich gelesen. Dann habe ich gedacht, okay, ich bin normalerweise nicht so affin, was solche Verschwörungstheorien angeht und normalerweise denke ich mir so, ey, Bullshit, ich habe keinen Bock, mich davon anstecken zu lassen, wie mit Corona. Ich warte einfach erstmal ab und guck, was passiert. Aber kennst du, manchmal gibt es so nach 2-3 Jahren, wie man jetzt zum Beispiel Sachen aus den 50er, 60er Jahren, weißt du, so Geheimdienstplots, wo man danach denkt, also das hätte man sich zu der Zeit wahrscheinlich auch niemals ausgemalt. Stell dir mal vor, in 3-4 Jahren weiß man, ja fuck, da hat so ein Typ vergessen, die Tür abzuschließen. Es gibt diesen einen Johnny, dem so ein Reagenzglas umgefallen ist und seitdem ist es halt jetzt so, wie bitter, Alter. Diese Filme, wo auch Godzilla-Filme manchmal angefangen haben, ja Mann. Ja, voll. Wenn es so wäre. Ich habe es gelesen bei eine ganz schlimme Seite, wo ich irgendwann mal gesagt habe, ja, benachrichtige mich ruhig. Artimus. Merkur. Aber es ist auch eine Zeitung, oder? Merkur.de. Kurier. Ich kriege nur noch immer wieder oben rechts Push. Tatang. Warum machst du das? Ja, ich habe es jetzt ausgeschaltet, ja. Wenn ich eine Sache in dieser Krise gelernt habe, ey, Gott sei Dank zahlen wir Rundfunkgebühren. Gott sei Dank gibt es das öffentlich-rechtliche, Alter. Fick die ganze andere Scheiße. Spiegel, NDR, bisschen ARD, bisschen WDR. Mehr brauchst du nicht. Klatschen ist so laut. Aber, achso, es ist 9 Uhr. Nee, ich wollte klatschen für öffentlich-rechtliche. Hinten wird geklatscht, eigentlich immer. Aber heute ist echt ruhig. Ja. Stimmt. 21.05 Uhr. Aber dann haben wir es auch schon verpasst. Ja, gut, Whip, Alter, gehen wir raus. Ja, gehen wir raus. Leute. Hey, Leute, war schön. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Bleibt sauber, bleibt uns treu. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, guckt die Truman Show mit Jim Carrey aus den 90ern. Okay. Gehe ich mit. Einfach so. übrigens, ich glaube, heute ist. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, Robin Williams, Todestag. Oh. Heute oder gestern oder heute? Auf jeden Fall gestern wurde ich auf diversen Videos von ihm verlinkt. Ja, ja. Ich glaube, das ist dann. Vorgestern. Ja, ich glaube, ja, auf jeden Fall ist es irgendwie. Ja. Kann auch sein, dass es in den Staaten, deswegen heute und gestern, aber eigentlich. Killer. Robin Williams, Shoutout, Alter, guter Mann. Ja, Mann. Hab ihn geliebt. Flubber. Nein. Mir fällt einfach gerade Flubber ein, keine Ahnung warum. Good Will Hunting. Alter. Ja, nicht?
Doch, aber Mrs. Doubtfire. Ja, dann bin ich eher Good Will Hunting. Ja, dann bin ich aber erstmal komplett hier, du weißt ganz genau, Captain, my Captain. Hook. Captain. Nein. Hook. Boah, Hook, unnormal geil. Boah, alle denken gerade auch so, Alter, sag es jetzt. Captain, oh Captain, aufstehen in der Klasse. Club der Toten Dichter. Ach so, ja, ja, okay. Ja. Boah. Ja, alles geil. Alle, einfach geiler Typ. Bisschen creepy, bisschen dunkel, bisschen, man weiß schon, da stimmt was nicht, aber. Bester Mann. Ey, Shoutout Robin Williams. Und wir sind ziemlich genau bei einer Stunde und damit gehen wir raus. Haut rein, bleibt gesund, Mann. Bleibt uns treu, abonniert. Und bleibt gesund. Macht's gut, bis bald. Setz mal einen gesunden Abo.